Spoiler, Vielen tun wir Dank für alle. diese tolle Wasserqualität, die wir hier genießen. So. Gibt's eigentlich ein Double Monopoly, dass wir dann so Gibt ein Next Level. extremes Monopoly tatsächlich. Ja, aber ich wollte noch Das eine hat dann irgendwie Zwischenstufe auch einschieben. sechs Felder oder sowas. Ich wollte noch eine Südbahnhof. Zwischenstufe einrufen. Südbahnhof, ich bekomme 50. 100. Nein, Nein, ich will 50. 50. Danke. So. Wie viel? 100? 500? Daniel, du bist Ja, hat vorher reich. umgetauscht. Elisenstraße. Ah, mal Hast du nach ja schon Hause. gefunden. Sorry. Habe ich schon voll Einmal ausgebaut, bringt mir nichts mehr. im Hotel. Ja, keine Sorge, die Spielstimme in Monopoly, im Videospiel würde trotzdem sagen: Hey, kauft doch ein Haus. Genauso wie er das auf den Bahnhöfen sagt: Hey, endlich Zeit, ein Haus zu bauen. Oh Mann. Warum geht der Ja. Würfel automatisch nach da hinten? Wegen dem Skript, lass es einfach. Und Würfel. Würfel einfach. Der Würfel ist aber stuck jetzt. Nee, ist nicht. Ich klicke einfach auf den Button. 11. You have not rolled the dice. You have not rolled the dice. Ja, weil sie sich halt noch bewegen, das ist das Problem. Ja, es bringt nichts an. Ich kann höchstens versuchen. Nee, das wird nicht Dann ist das funktionieren. Skript Dann weg. funktionieren die vom Skript her nicht. Ja, ich weiß. Zum Seil. Ich bringe trotzdem. Ich habe eine 11 gewürfelt. Wo stehe ich denn? 2, 4, 6, 8, 10. Super. Toll. Ja, jetzt hast du Speaking. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir über Daniels Felder kommen. Also 2, 4, 5, 6. Ich gönn's dir, dass du mal Immerhin Geld bekommst. das erste Mal, dass ich frei parken bekomme und sogar Geld dabei bekomme. Hätte ich nicht damit gerechnet. Alex, wie viel willst du für deine Bahnhof nicht, Scherz? Kannst du mir selbst nicht leisten. Ich würde Häuser bauen. Ich muss das jetzt riskieren. Habe ich mir jetzt eigentlich Losgeld genommen? Ja, und gleich wieder eingezahlt wegen der Einkommensteuer. Ach so, stimmt. Wurden die dann die mit? Ach so, ja, wurden sie, ne? Ja. Und zwar taktisch klug auf die Museumsstraße. 150 pro Haus. Habe ich schon, ich habe schon 300 hergegeben. Und taktisch klug auf die Theaterstraße. Darum habe ich nur noch 31 Daneln. Dann würde ich gerne So. einmal ein Haus bauen. Ja? Nee, baue ich nicht. Nee, Mit kann ich mir 6. noch nicht leisten. Hamster. Wie viel Lessingstraße, kriegst du? stopp. Ich kriege 44. 44. Ach, dann 44. decken wir einfach die Dinge ab, dann habe ich wieder Geld auch. Leute, Hahaha. 75. Das Gute ist, ich habe jetzt da wenigstens Häuser auf meinen Straßen. Dadurch kriege ich schon wieder ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr hilft mir schon, ein bisschen mehr raus aus den Schulden. Aber warum Ich habe ja 175? Achso, nevermind. Peter Zweger drauf abonniert. 44, dann gibst du mir eins zurück. Jo. So, und ich darf Daniel, noch ein ich hoffe, viertes du Mal. bist stolz auf mich. Ich habe Geld bekommen. Noch eine 6. Ich habe jetzt nur 6 gewürfelt. Bufu? Toll. Ich Hauptstraße? glaube, In einem Haus. auf Sind der 130. Hauptstraße, ja. Müssen um die 130, 160 sein. glaube ich. Nee, 130 130. sind's. Was? Das Das kann ich mir noch leisten. Bin ich von 100. Ich habe jetzt schon gedacht, ich gehe jetzt in die Schulden rein. Ich meine, wenn ich bei Daniel lande, kann ich eh bankrott gehen, dann ist es eh vorbei, dann brauche ich nicht mehr versuchen, da rauszukommen. Aber dann kann ich mich nicht als Auktionsmeister spielen. So. Herr Broti. Ja, der Brudi, der kommt nicht mehr auf meine Felder in Sechs. den nächsten 10 Jahren. Aber dafür auf Bufus. Ich wollte es gerade sagen. Bahnhofstraße. Mit einem Haus. 150. Ja, genau. Bufu, stell 150. mich als seinen Geldmanager ein.
und zahlen mir nur 5 Dollar pro Zug. 5 Dollar pro Zug? Ja, also wenn jemand draufkommt, 5 Dollar. Was ist das, in Euro umgerechnet? 4,20. Ich glaube 4 Euro paar 90. Ich wollte gerade sagen, oh nee, jetzt bin ich ja schon wieder dran, aber... Gleich darfst du da. Nee, das will ich aber gar nicht. Auch schon lange niemand mehr auf Oh ja, Straße Hafenstraße, drauf. Halt, stopp, die kostet dich ganze 10. Wow. Ja, ne? So viel. Ich danke dir, komm bald wieder. Geld ist immerhin Geld, ne? Man kann sich auch mit kleinen Scheinchen ausretten aus der Krise. Also, der eine Würfel funktioniert einfach gar nicht mehr. Vorausgesetzt, man hat eine Krise. Eine 5. Wo stehe ich denn jetzt? Poststraße? Ja, danke, ich bin nicht voll gerückt. 1, 2, 3, 4, 5. Regel Nummer 1, kein Schummeln. Das ist 600 Euro. Das kannst du dir doch noch leisten. Nein, kann ich nicht. Sei denn, Buchu ist so nett und tut mir die 2 Dollar, die ich ihm schulde, erlassen. Was? Du hast doch genug. Also ich hätte mich jetzt drauf eingelassen, du gibst mir die Turmstraße und 100. Da kommt halt eh niemand drauf, ne? Was ab? Was Buchu halt noch stärker. Aber, ja, genau das... Du verlierst dann selber was, das halt... Du verlierst halt die ganze... Ups, du verlierst halt eine ganze Straße, ne? Los, machst du es dir halt viel gefälscher, weil da Hotels nicht drauf sind. Hat sich alles auf eins gesteckt. Ist ja sowieso zu spät. So. Gut, dann also, wie wär's mit einer 8? Wie wär's, wenn einfach jetzt irgendwie mal jemand... auf meine Straßen kommt. Buffo? Schlossallee? Ja. Ich muss ja noch Geld sortieren. Ja. Irgendwer hat mir hier meinen Geldhaufen kaputt gemacht. 50. 50 kriege ich hin. Oh, da ist er noch. Ja, lass doch einfach die Finger von meinem Geld. Hast du Euro geflogen? Ja, du hast gut reden, du hast ja immer noch Geld, ne? Ja, wer halt so leichtsinnig den Bahnhof verkauft, ne? Daran hat's schon angefangen. So, das sind meine 50 von der... Genau. Ja. Ich glaube, ich baue noch mal Häuser. Damit ist halt noch mal die Chance, dass ich auf Loskomme auch wieder weg. Buffo hat auf einmal so viel Geld. Daniel, ich kann auch nichts mehr machen. Ich habe keine Straßen, wo ich mich wieder bauen könnte. Warte. Gut so. 600. Ich muss halt 900. Hoffen, dass ich von euch beiden irgendwie noch was kriege. Das wird wohl nur noch durch einen Bankrott passieren. 100. Und dann geht's in die Versteigerung rein, ne? 200. Nice, Südbahnhof. Ich bin über losgekommen. Und 200 verpacken. Dann geht's halt noch in die Versteigerung rein. Ja, wieso Versteigerung? Regel Nummer 10. Ja. Ja. Aber so wie es momentan aussieht, kannst du das halt easy gewinnen. Nee. Wie gesagt, es entscheidet sich auf jeden Fall zwischen Buffo und Daniel. Warum sind die Häuser jetzt nicht mehr anklickbar? Weil dauernd irgendwer die herumgeschossen hat. Die ersten unteren drei sind angelockt. Der Buffo. Und wie viel brauchst du denn? Ich brauche 6 Häuser. Ich sehe nochmal 3. Wo gehen die hin? Ja, auf die Grünen. Was sehr anstellt ausgegeben. Also eigentlich hättet ihr auch das eine Haus hier wegbewegen können, ne? Dieses eine Haus hier sieht so offset aus. So, hatte ich mich jetzt schon bewegt? Nein, habe ich noch nicht.
Dann beweg dich doch mal bitte in meine Nähe. Und zwar in die Nähe, wo du auch auf meine Felder kommst. Das ist, null. Das ist nicht mein Feld. Ach nee. Och nö. Oh, nur zwei. Das ist eine 7. Scheiße. 2, 4, 6, 7. Ne? Ja, super. Daniel? Mach mal. Straße, das sind 950. Ja, such dir was aus, ne? Ich geb dir die Turmstraße, du Halsabschneider. Vor allem Halsabschneider, das ist der. Wie wär's? Alex, stopp. Wollen wir kurz für einen Dollar, ich gebe dir all meine Straßen für einen Dollar und dann gehe ich bankrott. Nee. So ist es nicht fair. Such dir was aus. Die Turmstraße, da hat halt Bufo-Interesse dran. Ja. Aber wie viel kriege ich nochmal von dir theoretisch? Welche war das? Die 950 kriege ich von dir, ne? Ja, die Turmstraße kostet gerade mal im Einkauf 60. Also du machst einen Verlust von 890. Ja, Moment, wer sagt denn, dass ich die alleine nehmen würde? Wollte ich sagen, ist ja nicht die einzige. Muss nicht die einzige sein. Ach komm, weißt du was, dann nimm doch gleich... Warte, stopp. Erstmal schaue ich... Kann er ja auch. Nein. Wie viel... Das kommt schon hin. Du, 100, nimm dir einfach 200, gleich alle, ne? 300, 400, 450, 480. Nee. Grad mal. 400. Komm, nimm dir alle, dann bin ich raus. Naja, wenn du sie alle nimmst, bist du nicht raus. Will dir nicht alle nehmen. Ich starte schon mal im Hintergrund Minecraft. Das ist mein Text. Nein, ich spiele dann nämlich auch bei Pixel-Zombies. Du bist noch nicht. Wo bin ich gerade eigentlich auf dem Feld? Unten Superhof. Da. Ja, da kommst du eh nicht auf meine Felder demnächst. Doch. Du sind zwei pinke Felder drauf. Oh wow. Doch ganze 12 Dollar. Oh ne, 10 teilweise. Oh wow, doch so viel. Scheiße. Wie gesagt, so Hamster. Klein ist auch was. Wie wäre es, wenn ich dir 1000 für die Turmstraße, Neue Straße und Hafenstraße gebe? Also die pinken und braunen. Ja, von mir aus. Kannst du auch eigentlich gleich das Geld behalten. Weil wir wissen ganz genau. Das muss ich dir geben. Was so viel, Alter. Du weißt nicht, wie du wieder zu Geld kommst, kommen egal. Kannst, ne? So, haben wir das fertig? Ja. Bunny, danke für den Raid mit 5 Personen. Habt ihr die Marker schon alle geändert? Ja, hab ich. Okay. Turmstraße, okay. Schau mal, du machst direkt Geld. Wie geht's dir? Was gab's bei dir? Turmstraße? Mhm. 4. Kannst du 6 zurückgeben? Ah, ja, ja. Warte mal, kann ich. Das. Okay. 1 und 5er, wer braucht dich schon? Minecraft RP und League. Nice. Wie lief's denn? Kein Bock mehr. Oh, so mies. Hier läuft zumindest gerade. Zumindest für Daniel ganz gut. Bufo ist dein schwierigster Gegner gerade. Aber hey, für das ist Alex Verbindet und ich. Und für das, dass wir jetzt Alex, schon. Das ist Alex. Für das, dass wir schon eine Stunde am Struggeln sind. Also, hey, ja, wir überleben lange. Halten uns ziemlich gut. Aber langsam schwindet das Land. Alex, du hältst dich besser. Wie wär's, wenn du mir für 8 Dollar meine restlichen Straßen abkaufst? What's up? Ja, jetzt bin ich auch raus. Ufo? Chassis. Chassis. 550. Ja. Ja. Ja, Alex, schau mal. 110 und, nee, 220, 340, wie viel waren's? 550.
340. Ja. Ja, dann bin ich jetzt bankrott. Also, Hamster? Ja. Wette ich gewonnen. Der Trade noch? Achso. So. Wir gehen in die Versteigerung. Oha. Dann brauchst du doch keine Hypothek auf die setzen. Ja, eh nicht. Ich hab's nur umgedreht, dass ich rechnen kann. Sagen wir so. Dann packst du jetzt dein ganzes Geld weg. Das schuldest du mir? Warum sollst du das kriegen? Weil du bei mir bankrott gegangen bist? Ich will Geld? Nee, das geht in die Versteigerung. Wer bittet 478? Geil. Gut, wir fangen an mit der. Das ist eigentlich komplett egal. Mit dem Nordbahnhof. 200. Du hättest auch einfach mir die Parkstraße geben können, für den Rest hättest du frei schlafen können. Nee, ich bin das. Selbst das hilft mir nichts, wenn ich dann bei der nächsten Runde raus bin. Ich zahle 50, ich zahle 50. Ich jetzt... 50. 200 ist Mindestgebot. Ja, kann ich mir nicht leisten, du. Daniel 200. Bufu? Bufu, für dich ist das einzige Interesse da noch, ne? Ich kann nicht mitbieten, ich kann gar nichts bieten. Ich bin raus. Nee, bist du nicht, ich bin raus. Aber wo, ich bin raus. 250. 250? 300. 300? 350. Daniel? Ja, Entschuldigung, ja, 400. Ich muss nur kurz niesen. Gesundheit. Ich hätte mich mal muten können, ne? Das ist egal. Das hat man jetzt schon in der Aufnahme gehört. Komm, für 400 kann er ihn haben. Dann zahlt er schon einen doppelten Preis. Wenigstens hochbieten. Bekommt er jetzt eigentlich auch Buchen, ne? Ja. Die 400 gehen nicht schön in die Kasse? Nee. Nee. Ja, warum sollte Bufu die bekommen? Weil ich erst 178 von den 550 gesehen habe. Richtig. Also er muss schon sein gesamtes Geld bekommen von der Auktion, der Rest geht an die Bank. Frechheit. Also, nee, logisch. Steht so nicht in den Regeln. Ja. Nee, können wir aber die Auktion so steht schon nicht in den Regeln. Aber es muss halt so sein, ne? Weil sonst wird's halt nur Regel 10 steht da. Nein. Doch. Ja, Regel 10 heißt, dass es verstärkert werden und das machen wir gerade. Ja. Als nächstes kommt dann die Parkstraße dran. Parkstraße, Nennwert 355. Ich mach meine Versteigerung. So. Da geht schon mal das Geld. Das ist das Restgeld. Jetzt habe ich zumindest schon mal meine Miete raus. Genau. Und jetzt kann ich noch einzutreten. Der Rest geht jetzt an die Bank. Parkstraße. So, Daniel, 300. Wie viel bietest du? Hat Daniel schon die 350 drauf geboten? Ne, 350 nee, ist ein Nennwert. Ne, für 350 nehmen müsste. Was, Daniel? 500? Ich hab 500 geboten jetzt. Ups. Warte, ich mach was für die. Ich schlag was für die Bank raus. 500, Buffo? 700. Die Bank bietet 750. 700? Daniel? 900. Okay, es wird spannend, es wird spannend. Jetzt kommt der Moment, den ich am liebsten bei diesen Monopoly-Aktionen haben, weil jetzt kommen wir an die Baschgrenze von Buffo ran. 1000. 1000? Daniel? Ich passe. Du passt. Einmal 1000 bitte. Jetzt wird's klein. 3, 400, lass mal alles liegen bitte. Du hättest jetzt ruhig zwischendurch umtauschen können. Perfekt. 650? Wie wär's, wenn wir das einfach mal hier in die Mitte legen, so lange? Nee, lass mal. 650? Dann wird's automatisch gezählt, würde ich damit sagen. Warte mal. Ach, du hast da schon 20er hingelegt. Ich mein, Rechner. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? 850. Ja, weil hier irgendwer schon wieder rumgespielt hat mit meinem Geld. Ja, weil Hamster dauernd hin und her alles mischt. Was? Nein. Warte, wie viele sind das gerade? Kommen wir niemals unter der Augen. Du kriegst erstmal einen zwischen den Löffel. Ja. Aber Alex, du hast gerade eben schon die gute Idee, das hier unten einmal hinzuziehen, ne? Nein, das war meine Idee hierhin. Krieg die schon wieder. Ist doch deutlich schlauer, dann wird es automatisch gezielt. Genau, 850. 150 musst du noch reinlegen, so.
Ja, 1000. Die Bank dankt. Ja, wollte ich gerade sagen, die Bank dankt, aber... Theaterstraße für 220. Ich biete 220. Wovor? Bin raus. Gut. Können wir das gleich verrechnen? Nein. Ja gut, dann musst du jetzt erstmal mir einen 500er tauschen. Ich krieg 280. Einen schönen Abend. Freestyle. Na? Hi, Freestyle. Willkommen zu Es war klar, Alex verliert. Willkommen zu Hamster ist auch nicht besser dabei. Manu. Ist übrigens eigentlich jemandem aufgefallen, den Namen vom T-Rex? Ja, mir. Tyrannosaurus Rex, meinst du? Ja. Ja, ist mir aufgefallen. Ich fand die Beschreibung viel besser. Danke. Beides von mir, von dem her. Hast du mir schon 280 wiedergegeben? Nee, ne? Nee, ich hab da noch gar nichts gegeben. Die Bank scammt aber. Aber die 500 schon genommen, Hauptsache. Ne? Ich wusste nicht, ob du es schon genommen hast oder nicht. Ich wollte es jetzt nicht doppelt geben. Ja, deswegen habe ich auch gewartet. Ja. So, wir machen weiter mit dem oberen Platz. Der oberen Platz kostet in der Versteigerung 240. Ja. 240. Oh, ich biete 240. Was ist denn das? Wovor? Ja, Buchu, 240. Steht das Angebot? Nö. 42, Daniel? Liegen hier? Also, die sind jetzt beide mir, ne? Muss ich mir mal rübernehmen. Und wir haben noch die Museumsstraße für 220. Die 220 biete ich. Das war mir klar. Daniel? Ich biete 240. 250. 300. Das Spiel brauchen wir nicht mitmachen. Noch hast du es nicht, du. Es kann aber keiner mehr bieten. Also außer Hypotheken, ne? Aber... Richtig. Dann, wofür könntest du noch die Hypotheken holen? Will ich aber nicht. Okay. Na gut, dann ist es... Ich habe euch das Geld schon gegeben. Ja, passt alles. So. Ja, null. Okay, also, es geht weiter. Auf einmal sieht das richtig gut für mich aus, ne? Das sah schon die ganze Zeit für dich gut aus. Ich sag einfach, Daniel würfelt jetzt eine 4 und darf mir, ich glaube, 600 dann zahlen. Ja, 600. Freestyle, du kommst zu spät. Dafür ist jetzt der Sinn weg. Weil ich mache jetzt nichts mehr. Außer zu Zukunft. Straße ist mir. Achso, ich muss das mal aufhören. Ach, wir müssen die noch alle umändern.